Europa. Europa, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiter. Europa, was ist das? Geografisch lässt sich das irgendwie definieren, aber wenn wir hier über Europa sprechen, dann sind unsere Assoziationen keine rein geografischen. Heute verbinden wir mit Europa eine bestimmte Kultur, die nach langen Irrungen und Wirrungen geprägt ist von einem Verständnis regelbasierten Zusammenlegens und von grundlegenden Werten. Das eint Europa über alle Vielfalt hinweg. Und das war nicht immer so. Im Altertum bildete der Mittelmeerraum einen Kulturkreis, waren Athen und Alexandria, Rom und Karthago einander näher als die wilden Stämme hier im Norden Europas. Auch zu Beginn des Mittelalters war das noch so, war Kleinasien näher als Heiterbu. Konstitutiv für das, was heute Europa ausmacht, war eine Revolution der Informationstechnologie. Es war eine Revolution der Informationstechnologie, der den Austausch von Meinungen beförderte, der Wissenschaft, der Literatur, der Kunst beflügelte. Es war der Buchdruck, dessen Erfindung für Europa so prägend war. Der Buchdruck war Grundlage der Aufklärung. Er war Grundlage des Fortschritts. Er war die Grundlage einer großartigen kulturellen Entwicklung, auch einer großartigen wirtschaftlichen Entwicklung. Er war auch die Grundlage dafür, dass neue Medien entstehen konnten, wie Fotografie oder Film oder Tonaufnahme oder auch der Rundfunk. Wie sehr der Buchdruck Europa geprägt hat. Er war es, der vergleichende Blick auf die islamische Welt, auf Nordafrika, was ja so lange so nah an der Kultur des Mittelmeerraums war. Diese islamische Welt war im Mittelalter in vielen Bereichen führend, war überlegen kulturell in der Wissenschaft. Doch es war der Sultan des Osmanischen Reichs, Bayezid II., der 1485 arabische Drucklettern verbot. Und das war eine Entscheidung von epochaler Bedeutung, in dessen Folge die islamische Welt an Bedeutung und Einfluss verlor. Eine Revolution der Informationstechnologie, das will ich auch sagen, ist mit Gefahren verbunden, mit einem Verlust an Kontrolle. Ich will hier die Vergangenheit nicht verklären. Der Buchdruck war auch Ursache und Katalysator von Konflikten. Denken Sie an die Reformation, die konfessionellen Auseinandersetzungen, den schrecklichen Dreißigjährigen Krieg. Gedruckt wurden eben nicht nur Liebesgedichte und nicht nur die Texte der Aufklärung, gedruckt wurde nicht nur die Erklärung der Menschenrechte, nein, gedruckt wurde auch der Hexenhammer oder rassistische Traktate oder nationalistische Hetzschriften. Und der technische Fortschritt, der ohne den Buchdruck nicht denkbar wäre, führte auch zu immer grausamen Waffen und Kriegen. Auch das ist Europa, die Materialschlachten des Ersten Weltkriegs mit grausamen Giftgaseinsätzen und schließlich der Zweite Weltkrieg und der Holocaust als der Zivilisationsbruch. Auch das ist Europa. Aber es gehört eben zu Europa, was aus diesen Leiterfahrungen erwachsen ist. Mit und durch den Dreißigjährigen Krieg entwickelte Hugo Grotius den Gedanken des Völkerrechts. Später stellte die Haager Landkriegsordnung Regeln für den Krieg auf und das Genfer Protokoll ergänzte diese Ordnung im Hinblick auf Giftgas. Völkerrecht, Menschenrechte, das Streben nach einer gemeinsamen europäischen Ordnung und Überwindung von Rassismus und Nationalismus, all das entwickelte sich als Reaktion auf Erfahrungen unglaublichen Leids, von dem die Geschichte Europas nicht nur im letzten Jahrhundert geprägt war. So entstand in der Französischen Revolution die bis heute wirkmächtige Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. So entstanden soziale Rechte, so entstand wohlfahrtsstaatliche Ordnung. Als Reaktion auf Leid.
Auf eine Kurzform gebracht ist das Europa, wie wir es heute kennen, das Ergebnis einer Revolution der Informationstechnologie, ich meine den Buchdruck, und von Leiterfahrungen. Und heute? Wie reagiert heute Europa auf die derzeitige Revolution der Informationstechnologie? Wie das Europa des Mittelalters oder wie das Osmanische Reich? Sind wir offen für das Neue, das da kommt? Oder wehren wir ab, verbieten wir, wo wir noch nicht so genau wissen, was es uns bringt? Sie können das selbst entscheiden und einordnen, wie Sie die heutigen Regelungen der Informationsregulierung sehen, Urheberrecht, Datenschutz, was da heute ist. Wir hier auf jeden Fall wissen, dass Digitalisierung wichtig ist, um den Zugang zum kulturellen Erbe zu ermöglichen. Unsere Kultur, die Kultur Europas, reflektiert die verschlungenen Wege, die Europa zu dem gemacht hat, was es heute ist. Sie zeigt übrigens auch, wie verwoben Kunst und Kultur und Musik und Architektur über Landesgrenzen hinweg vielfach waren. Europas Kultur zeigt eine große Vielfalt, eine Vielfalt, die wir heute als bereichernd und nicht mehr als trennend empfinden. Es ist wichtig, dass dieses Erbe erhalten bleibt. Es ist wichtig, dass wir uns dieses Erbe bewusst sind und bewusst werden. Es ist wichtig, dass wir, die Europäer, dafür sorgen, dass der Zugang zu diesem Erbe unter den Bedingungen der digitalen Welt erhalten und eröffnet wird. Denn was nicht im Netz ist, das ist nicht mehr in der Welt. Wenn rechtliche Unsicherheiten dazu führen, dass zum europäischen Kulturerbe des 20. Jahrhunderts im Netz ein schwarzes Loch verbleibt, dann hat das schon heute Auswirkungen. Und es wird erst recht Auswirkungen auf künftige Generationen haben. Europas Kulturerbe ist unser gemeinsames Erbe. Es gehört niemandem exklusiv. Es gehört uns allen und es gehört zu uns allen. Das ist ja auch der Grund, warum die Pflege dieses Kulturerbes öffentlich finanziert wird, weil es eine öffentliche Aufgabe ist. Wir werden auf dieser Konferenz großartige Beispiele dafür sehen, wie europäisches Kulturerbe zugänglich gemacht wird. Aber wir werden auch diskutieren, welche Rahmenbedingungen diesen Zugang fördern und welche sie behindern. Heute beschäftigen wir uns mit Europa, mit dem Kulturerbe, ja, Sharing Heritage. Wir sprechen über Verantwortlichkeiten und Zugänglichkeiten und auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Bedeutung für eine europäische Öffentlichkeit. Danach schließlich werden wir in den Abend tanzen. Im Silent Green, dem Kulturzentrum, das Sie mit dieser Beschreibung, was in Ihrer Mappe ist, sicher alle leicht finden werden, wartet ein spannendes Abendprogramm auf Sie mit Speise und Trank. Also Sie müssen keine Angst haben zu verhungern. Es wird dort Beispiele des Tanzerbes geben, Filmarbeiten von Martin Arnold und eine Führung durch das Archiv des Arsenals. Morgen geht es weiter, dann geht es um neue Wege der Vermittlung, aber auch um Bilder und darum, warum der Umgang mit Bildern so wichtig ist, warum Bilder Europa so geprägt haben und warum es heute so schwierig ist, mit Bildern umzugehen. Wir fragen weiter, ob inzwischen die USA das Archiv Europas geworden sind. Und wir fragen uns, was in Europa hinderlich ist, insbesondere rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir setzen uns mit Urheberrecht und Datenschutz auseinander und sprechen darüber, was das für Auswirkungen hat. Doch eins ist klar, ungeachtet aller Hindernisse, wir wollen Verantwortung übernehmen für Europas kulturelles Erbe. Und auch das muss gesagt werden, so etwas kostet etwas. Auch darüber werden wir zum Abschluss sprechen. Bei allen unterschiedlichen Bewertungen in Details verbindet uns der Wunsch, dass Europas reiches Kulturerbe auch in der digitalen Welt seinen Platz behaupten kann. Das ist auch eine Frage europäischer Selbstbehauptung. Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Ich danke dem Museum der Gegenwart und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz dafür, dass wir hier sein dürfen.
Lassen Sie uns gemeinsam für Europas kulturelles Erbe streiten. Vielen Dank.